Giroud soll keine Lust auf den BVB haben, die Bayern haben Bale auf dem Zettel und Antoine Griezmann steht vor dem Absprung. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's! Die Aubameyang Giroud BVB Arsenal Saga lässt uns diesen Januar einfach keine Ruhe. Und während Ober an Spieltagen in Zockerhallen rumhängt und der BVB durch die Liga toggelt, als wäre er besoffen, hatte man gedacht, man hätte wenigstens einen Nachfolger schon gefunden. Aber Pustekuchen. Denn wie Sky Sports und die Daily Mail berichten, hat der Franzose mal so gar keinen Bock auf den Ruhrpott. Beziehungsweise schreibt die Daily Mail, er habe keine Lust, und Sky Sports berichtet, dass Arsene Wenger ihn nicht abgeben will. Was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass Arsene Wenger tatsächlich versucht, einen der besten Goalgetter der letzten Jahre für zwei Packungen Kaugummi und einen feuchten Händedruck zu bekommen. Das darf der BVB nicht passieren lassen. Versuchen wir uns aber jetzt mal in Girouds Lage zu versetzen. Bei Arsenal hat er keinen Stammplatz mehr. Lacazette ist vor ihm und in Zukunft wohl auch Aubameyang. Der Franzose braucht aber Spielpraxis, um sein WM-Ticket zu sichern. Da drängt sich die Frage auf, hat der BVB so viel Standing verloren, dass Giroud nicht mal für 6 Monate zu ihm kommen will? Seit Tagen hält sich hartnäckig ein Gerücht, dass Bayern-Fans wahrscheinlich das Blut in Wallungen bringen dürfte. Gareth Bale soll auf dem Zettel von Uli Hoeneß stehen. Und das ist wahrscheinlich das Dümmste, was man derzeit zu hören kriegt, nach dem Gequatsche von Daniele Negroni im Dschungelcamp. Aber lasst mich euch kurz erklären, warum es so ein Quatsch ist. Gareth Bale ist 28 Jahre alt, sehr verletzungsanfällig und kostet definitiv mindestens 100 Millionen Euro. Das klingt nicht nach einem cleveren Transfer und damit auch nicht unbedingt nach einem Bayern-Transfer. Und das ist noch nicht mal alles. Denn Medienberichten zufolge verdient Gareth Bale derzeit 410.000 Euro pro Woche nach Steuern. Rechnen wir mal kurz um. Das sind 21 Millionen Euro netto im Jahr. Das verdient bei Bayern kein Spieler brutto. Und selbst wenn er auf 50% seines Gehalts verzichten würde, und warum in Gottes Namen sollte er das tun, würde er immer noch Bayerns Gehaltsgefüge komplett sprengen. Absolutes Schwachsinnsgerücht. Ach so, und wenn er jetzt doch bei Bayern anheuert, @Brudi Völler. Reibt's mir unter die Nase. Dass Antoine Griezmann sich im Sommer von Atletico Madrid verabschieden dürfte, gilt mehr oder weniger als beschlossene Sache. Der Franzose hat eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro. Aber gute Nachrichten, Atletico Madrid hat einen Nachfolger gefunden. Und das soll Sergio Aguero sein. Warum Pep Guardiola einen Stürmer gehen lassen sollte, der 23 Tore in 28 Spielen schießt, ist eine ganz andere Frage, aber ey, es ist Freaky Friday, also warum denn nicht? Und natürlich gilt wie immer, wenn ihr keine News verpassen wollt, ladet euch die OneFootball-App und abonniert unseren Kanal. Und das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag. Danke, Alex. Ich wollte euch hier richtig schön mit ein paar Skills und so. Boom, boom. Aber ich darf nicht. Alles klar. Das ist Alex. Und so spricht er.